Fabian, ich weiß ja nicht, ob das bis zu dir vorgedrungen ist, aber wir haben eine neue Volontärin. Fabian, Nadia. Freut mich. Guck mal, die Geschichte finde ich spannend. Kannst du mal schauen, was da passiert ist? In Gelsenkirchen. Wie lange habe ich? So schnell ist besser. Erstmal, dein Veteran hieß Thomas Rangel. Hat zuletzt bei Kuros gearbeitet, Sondermülldeponie. Herr Neili. Sobald irgendetwas in dieser Woche erscheint, ist es zu spät. Dass irgendjemand in den Löwenkäfig steigt, haben wir nicht zu verschulden. Kommen wir den ran? Technische Unterstützung. Ich will natürlich wissen, was die haben. Die chemische Industrie in Deutschland ist lange genug gegängelt worden. An die Vergiftung glaubst du nicht? Das Ganze ist doch nur dann interessant, wenn der Zusammenhang beweisbar ist. Aber natürlich, da sind wir doch daran dabei. Hat sie sich da die Zähne ausgebissen. Wissen wir, was er jetzt vorhat? Ich werde da seit Tagen von so einem Typen belästigt, der mir anonyme Nachrichten schickt. Wissen Sie, was da industriell dran ist? Vorschläge? Dahin gehen, wo es weh tut. Ja, Fabian Kreuz hier die Woche Hauptstadtbüro sprechen. Ich kann nicht mit Ihnen sprechen. Ihr seid also doch Presse. Komm raus, beide. Ihn vielleicht mal ausreden lassen. Du bist so ein Arschloch! Top, raus jetzt. Ja. Wir haben nichts zu verbergen. Schreiben wir in das Teil gegen Fabian. Für Leute, die glauben, das Papier nie lügt. Wenn alles gut geht, beißt er an. Hast du es den anderen schon gesagt? Das ist nicht wahr, oder? Weißt du, wer sie ist? Natürlich nicht, woher. Besser, wir rufen die Polizei. Denk doch mal an unsere Frauen. Da in dem Bett liegt eine Tote. Hiermit hat doch keiner von uns was zu